Hi friends, we're here in the Hebrew month of Elul. We're getting Hallo, liebe Freunde, wir sind hier im hebräischen Monat Elul. Es ist der sechste Monat. Wir bereiten uns auf den siebten Monat vor. Es ist eine Zeit der Weihe. Und ich lese euch einen Vers aus Jesaja 35. Das ist der letzte Vers. Und die befreiten Jahwes werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel. Und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Es ist sehr poetisch im Hebräischen. Die Erlösten werden kommen nach Zion mit Singen. Und Wonne und Freude wird auf ihrem Haupt sein. Und Wonne und Freude wird sie überwältigen. Das ist eine Verheißung für uns in dieser Zeit überall auf der Welt, die überall auf der Welt eine schwierige Zeit ist. Aber wir wollen ermutigt sein, die wir in dem hebräischen Propheten sehen, dass Gott einen Plan für uns hat. Ich habe gedacht über das Wort Zion. Es bedeutet Jerusalem, aber es meint viel mehr. Es meint Gott ewigen Plan für Jerusalem. Dass Jerusalem der Hoffnung und der Bestimmung mit dem positiven Verheißung des Reich Gottes. Also Zion bedeutet im Hebräischen ein Pfosten für ein Verkehrsschild, für ein Zeichen. Und wir beschäftigen uns mit dem irdischen Zion und wir wissen, dass himmlische Zion kommt. So lasst uns vorbereiten, unsere Herzen vorbereiten, die Straße in unseren Herzen, dass wir kommen mit Singen und ewiger Freude. Und ich bete für jeden hier, dass wir zusammengehen im Geist, dass Gottes perfekter Plan für Zion zustande kommt, im Namen Jeschuas.